الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehr verehrten Geschwister im Islam, wir werden heute mit den ersten beiden Namen Allah subhanahu wa ta'ala beginnen. In der vorherigen Woche hatten wir eine Einleitung gemacht zu den Namen Allahs, zu seinem vollkommensten und seinem schönsten Namen überhaupt. Wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Und Allah hat die schönsten Namen. Wir werden heute insha'Allah ta'ala mit den ersten beiden Namen beginnen. Zwei Namen, die man unbedingt kennen muss als Muslim. Zwei Namen, deren Bedeutung man verinnerlicht haben muss als Muslim. Zwei unglaublich schöne Namen. Zwei Namen, welche beide auf die gleiche, oder besser gesagt, dieselbe Eigenschaft hindeuten. Zwei Namen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sein Buch eröffnet hat. Nämlich mit den Worten Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. Wir werden uns also heute mit den beiden Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim beschäftigen. Es ist schade, dass wir heute nur so wenig Zeit haben, weil man wirklich über diese Namen sehr ausführlich und auch sehr lange sprechen kann. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns heute insha'Allah mit diesen beiden Namen auseinandersetzen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat nicht ohne Grund gerade diese beiden Namen auserwählt. Allah ta'ala, er hätte auch andere Namen auserwählen können, um mit ihnen sein Buch zu eröffnen. Allah ta'ala, er hätte andere Namen auserwählen können, um mit ihnen jede Sure im Koran mit Ausnahme einer einzigen Sure eröffnen zu können. Aber Allah Ta'ala, er hat sich für diese beiden Namen entschieden. Er hat sich für diese beiden Namen entschieden, um uns Menschen Hoffnung zu machen. Um uns aufzuzeigen, welche Eigenschaft ihm am allermeisten prägt. Um unser Gottesbild als Menschen zu prägen, damit wir nicht die Vorstellung von einem strafenden, einen Gott haben, der sich über die Menschen stellt und die Menschen wie Sklaven oder Knechte allein behandelt, sondern dass diese Beziehung zu Allah, die in Wirklichkeit eine Beziehung ist zwischen einem Diener und einem Herrn. Das ist die Tatsache. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Wer sind wir denn sonst? Wenn Allah Ta'ala nicht unser Herr ist, wer ist dann unser Herr? Wenn wir nicht Diener und Knechte sind, wer ist dann ein Knecht? Wir sind völlig Allah Ta'ala ergeben. Wir können nichts machen ohne Allah. Ohne dass Allah Ta'ala zustimmt. Die Ubudiyya, die Dienerschaft, dass ich voll und ganz Allah ergeben bin, was ja das Wort Islam auch mit sich beinhaltet, als Bedeutung im Wort, nämlich auch sich fügen und die volle und ganze Hingabe zu Allah. Diese Beziehung will aber Allah subhanahu wa ta'ala nicht allein bei der Dienerschaft belassen, sondern er möchte, dass diese Beziehung der Dienerschaft eine ganz besondere Beziehung ist. Nämlich, dass der Diener von seinem Herrn ein Bild erhält und ein Bild bekommt, was ihm Hoffnung schenken soll. Was ihn Allah Ta'ala gerne dienen lassen soll. Nicht, weil ich es muss. Nicht, weil Allah mich dazu zwingt. Könnte er mich zwingen? Ja, Allah, er könnte mich zwingen.
Gibt es Geschöpfe, die Allah Ta'ala so erschaffen hat, dass sie sich für gar nichts anderes erschaffen, entscheiden können? Ja, diese Geschöpfe gibt es. Wie die Engel. Oder wie das gesamte Universum, das gesamte Universum, worauf beruht es? Auf der Dienerschaft, auf der Knechtschaft. Nichts kann sich frei entscheiden im Universum. Weder die Sonne, noch die Sterne, noch die anderen Himmelsgestirne, noch die Pflanzen. Alles verfolgt einen ganz bestimmten Plan. Alles beruht genau auf diesem Prinzip. Allah hätte uns also dazu zwingen können, seine Diener zu sein. Die alles tun, was er von uns verlangt. Aber Allah Ta'ala, er wollte den Menschen ehren. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben wahrlich die Kinder Adams geehrt. In vielerlei Hinsicht. Und Allah Ta'ala, er möchte von uns, dass wenn wir dienen, dass wir freiwillig dienen, dass wir gerne dienen, dass wir dienen, weil wir nämlich Allah lieben. Und warum lieben wir Allah? Weil wir nämlich sehen, dass er über die vollkommenen und schönsten Eigenschaften verfügt. Und wenn unser Herrscher, unser Herr, unser Schöpfer, unser Besitzer, der uns besitzt, diese beiden Namen in den Vordergrund stellt, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als Mensch diesen Herrn auch wirklich zu lieben. Diesen Herrn zu ehren, weil er es verdient hat, geehrt zu werden. Diesen Herrn anzubeten, weil ich ihn gerne anbete. Diesen Herrn zu dienen und seine Gebote zu befolgen, weil ich seine Gebote gerne befolge. Wie auch nicht, wo er doch Ar-Rahman ist, wo er sich selbst so definiert hat. Zwei unglaubliche Namen. Zwei der schönsten Namen Allahs überhaupt. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht an verschiedenen Stellen über diese Namen. Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa, Surat Taha. Der Allerbarmer, er hat sich über seinen Thron erhoben. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ. Und dann erhob er sich über seinen Thron, der Allerbarmer. إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ. Ich habe Angst, wie es Ibrahim zu seinem Vater sagt in Surat Maryam, Vers 45, dass dich eine Strafe vom Allerbarmer erfassen wird. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَنِ. Der Herr der Himmel und der Erde und was zwischen ihnen beiden ist, der Allerbarmer, Ar-Rahman, Allam al-Quran. Ein Vers im Koran, der nur aus einem Namen besteht, Ar-Rahman. Ja, eine ganze Sura, die nach diesem Namen benannt wurde, der Allerbarmer, Allam al-Quran, der den Koran gelehrt hat. Wir sehen also, dieser Name ist ein ganz besonderer Name. Und genauso auch Ar-Rahim. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Und er ist gegenüber den Gläubigen barmherzig. الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Der Mächtige, der Barmherzige. الْغَفُورُ الرَّحِيمِ. Der Allvergebende, der Barmherzige. التَّوَّابُ الرَّحِيمِ. Derjenige, der zu Taube, zur Reue verhilft und die Reue annimmt. Der Barmherzige. Wir sehen, dass diese Namen sehr häufig im Koran vorkommen. Es reicht aus, dass sie zu Beginn einer jeden Sura vorkommen. Zu Beginn einer jeden Sura vorkommen. Sodass er den Muslim jedes Mal, wenn er beginnt, den Koran zu lesen, Hoffnung machen. Der Muslim, der weiß, dass er sündhaft ist, dass er Sünden begeht, dass er Fehler macht, der sich vielleicht schämen könnte, die Worte Allahs in den Mund zu nehmen. Aber jedes Mal, wenn er dann die Worte Bismillahirrahmanirrahim zu Beginn seiner Rezitation rezitiert, schafft er neue Hoffnung. Ich beginne meine Rezitation im Namen des Erbarmers, des Barmherzigen. Das heißt, selbst wenn ich gesündigt haben sollte, wenn ich Fehler gemacht haben sollte, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird mir diese Fehler vergeben. Subhanallah, insbesondere die Menschen, welche
in den früheren Zeiten, auch zur Zeit des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, ihren Göttern gedient haben, kannten diese Eigenschaft der uneingeschränkten Barmherzigkeit nicht. Es war ihnen ein Fremdwort gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht sogar darüber im Koran. Indem er nämlich in Surat al-Furqan folgendes berichtet über die Götzendiener. وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Allerbarmer nieder, was sagen dann und was antworten dann die Muschrikun, die Götzendiener? قَالُ وَمَا الرَّحْمَنِ. Dann sagen sie, was ist der Allerbarmer? Genauso wie Pharao zu Musa gesagt hat, وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Was ist dieser Herr der Welt? Ja, diesen Begriff kann ich nicht anfangen. Er sagt nicht, wer ist es? Und sie sagen auch nicht, wer ist der Allerbarmer, sondern was ist dieser Allerbarmer? Diesen Begriff kennen wir nicht einmal. Der ist uns fremd, dieser Begriff. Dieser Begriff, obwohl sie ihn natürlich verstehen, weil sie der arabischen Sprache mächtig gewesen sind, ist ihnen in Bezug auf Allah als Eigenschaft ein fremder Begriff gewesen. Sie kannten nur einen Rahman, nämlich Rahman al-Yamana. Wer ist dieser Rahman al-Yamana gewesen? Rahman al-Yamana, al-Yamana ist ein Ort auf der arabischen Halbinsel, ist Musaylima al-Kadhab gewesen. Wer war Musaylima al-Kadhab? Musaylima al-Kadhab ist ein Lügenprophet gewesen, der schon zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam von sich behauptet hat, dass er genauso Koran offenbart bekommt wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab es ja die sogenannten Hurub al-Ridda. Diese Ridda-Kriege, wo dann Musaylima al-Kadhab in der Schlacht von al-Yamama geschlagen wurde. Und viele Muslime ihr Leben gelassen haben. Und sie sagten, wir kennen keinen Rahman. Wir kennen nur einen Rahman, diesen Rahman al-Yamana, der sich so genannt hat. Der einfach vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und vom Koran diesen Begriff übernommen hat und sich selbst so bezeichnet hat. Aber warum kannten sie es nicht? Was ist der Grund, warum sie es nicht kannten? Weil für sie Gottheiten, auch die Götzen, die sie angebetet haben, nicht dazu da waren, um zu vergeben, um Barmherzigkeit auszustrahlen. Nein, die damaligen Gottheiten waren für die Menschen nur dazu da, damit man ihnen Opfer darbietet und damit sie durch diese Opferdarbietung dann von den Menschen strafen werden. Das war die Beziehung der Menschen zu Gott gewesen. Oder zu Gottheiten, besser gesagt. Ja, selbst wenn man sich mal anschaut, die Entwicklung des Christentums, ich sage nicht, dass das die ursprüngliche Sichtweise der Christen heutzutage ist. Aber wenn man sich mal diese Frage stellt, wenn man sich mal die Entwicklung des Christentums anschaut, dass überhaupt diese Idee entstanden ist, dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn geopfert hat, damit Gott den Menschen die Sünden vergeben kann. Woher stammt diese Idee? Ich meine, das ist ja eigentlich dem Islam und dementsprechend auch der Botschaft von Isa a.s. völlig fremd. Wie ist das überhaupt denn in das Christentum eingetreten? Wie hat sich das in das Christentum einschleichen können? Ein Professor an der Universität, an der FU, ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern, ich habe bei ihm einen Kurs mitgemacht, er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Und zwar meinte er, dass es eigentlich der ursprünglichen Geist der Lehre von Isa a.s., von Jesus, völlig fremd. Isa a.s. ist mit der gleichen Lehre gekommen wie Musa vor ihm. Dass es nur einen einzigen Gott gibt. Dass mit diesen Opfern, dass es ein Opfer geben muss, damit Gott die Menschen vergeben kann, ist etwas, was dann durch die Christen, die dann später das Christentum angenommen haben, gerade die griechischen Christen und die vom Hellenismus geprägten Menschen, die von der hellenistischen Philosophie auch sehr stark geprägt gewesen waren und auch von dieser Idee, dass man den Gottheiten Opfern darbieten muss, damit sie von einem Strafen fernhalten, ist erst dadurch entstanden. Das ist eigentlich der ursprünglichen Religion Gottes fremd. Kein Prophet behauptet, Gott kann nur vergeben, wenn ein Opfer dargebracht wird. Nein. Gott vergibt direkt. Ohne Wenn und Aber. Du brauchst kein Opfer. Du brauchst
kein Zwischenmenschen, keine Zwischeninstanz, damit Gott dir vergeben kann. Nein, Ar-Rahman ist die Wesenseigenschaft Allahs. Er ist der Barmherzige. Sein Wesen ist barmherzig. Man kann das von seinem Wesen nicht trennen. Man kann Ar-Rahman, Sufat Ar-Rahman, die Eigenschaft der Barmherzigkeit von Allah nicht trennen. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, der wichtigste Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim ist, Ar-Rahman ist eine Wesenseigenschaft Allahs. Das heißt, die Eigenschaft der Barmherzigkeit ist ein Teil seines Wesens. Während Ar-Rahim, wie wir es das letzte Mal auch aufgezeigt haben, ein Name ist, der auf was hindeutet? Auf eine Handlung. Fi'l, Sifatul Fi'li. Eine Eigenschaft, welche auf was hindeutet? Auf das Handeln. Und deswegen, wenn wir uns die Koranverse anschauen, dann sehen wir, dass Ar-Rahman immer als Wesenseigenschaft in Bezug auf Allah verwendet wurde. Während Ar-Rahim immer in Verbindung mit dem Menschen steht. Wie wir es vorhin gesagt haben, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Und er ist barmherzig gegenüber den Gläubigen. Das ist der wahre Unterschied zwischen diesen beiden Namen. Ar-Rahman als Name, der auf eine Wesenseigenschaft hindeutet. Und Ar-Rahim als Name, der auf eine Handlungseigenschaft hindeutet. Das heißt, er ist in sich barmherzig und diese Barmherzigkeit äußert sich, indem er nämlich dem Menschen vergibt. Allah, zwei Namen. Sodass derjenige, der Ar-Rahman hört und Ar-Rahim wird, weiß, Allah ist nicht nur barmherzig für sich, in sich, und das zeigt keinerlei Auswirkungen auf seine Schöpfung, sondern Allah da ist in sich barmherzig und diese Barmherzigkeit äußert sich, indem nämlich Allah sich seiner Schöpfung erbarmt. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Zwei unglaubliche Namen. Manche haben gesagt, nein, der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim ist, Ar-Rahman deutet auf die allumfassende Barmherzigkeit Allahs hin und Ar-Rahim ist die Barmherzigkeit, welche Allah Ta'ala für seine Gläubigen aufgehoben hat. Das heißt, die Barmherzigkeit, welche sich nur auf seine Gläubigen beschränkt. Nur, hier haben wir das Problem, dass Allah Ta'ala im Koran sagt, Inna Allah bin Nasi, la Ra'ufur Rahim. Allah ist gegenüber den Menschen Ra'uf. Also so viel auch wie, Ra'uf ist so viel wie, mir fällt gerade das richtige Wort auf Deutsch nicht ein, auch im Sinne von vergebend und mild und feinfühlig und Rahim, barmherzig. Das heißt, hier zeigt Allah Ta'ala auf, dass seine Barmherzigkeit auch in Bezug auf Rahim alle Menschen umfasst und nicht nur die Gläubigen. Also kann das nicht der Unterschied sein. Manche haben gesagt, nein, Ar-Rahman bezieht sich nur auf die Rahma im Diesseits und Ar-Rahim bezieht sich auf die Rahma im Jenseits. Aber hier haben wir ein Dua von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, was er Mu'adh ibn Jabal beigebracht hat, wo er gesagt hat, Rahmanu dunya wal akhirati wa rahimuhuma. Der Rahman der Dunya und des Akhiras und des Jenseits und der Rahim für das Diesseits und für das Jenseits. Also der wahre Unterschied ist also, wie wir es am Anfang gesagt haben. Rahman deutet auf was hin? Auf die Wesenseigenschaft. Und Rahim deutet auf was hin? Eine Handlungseigenschaft. Und subhanallah, die Barmherzigkeit Allahs. Etwas, was wir Muslime allen Menschen zeigen müssen. Weil die meisten Menschen leider ein völlig falsches Bild vom Islam haben und vom Gottesbild im Islam. Die meisten Menschen, wenn sie den Islam hören, denken sie an einen strafenden Gott. Selbst viele Muslime. Viele Muslime, wenn sie vom Gottesbild im Islam hören oder allgemein, haben ein Gottesbild, wo es nur einen strafenden Gott gibt. Und dementsprechend gibt es einige Muslime, die auch verzweifeln. Die sagen, Allah wird mir so und so nicht vergeben. Warum? Weil sie diese beiden Namen Allahs nicht verinnerlicht haben und nicht verstanden haben. Und wenn ich als Muslim das sogar so sehe, und ich weiß, dass Allah Ta'ala der Ar-Rahman, Ar-Rahim ist.
Und dass die Eigenschaft der Barmherzigkeit stärker ausgeprägt ist als die Eigenschaft des Strafens, ja, wie soll es dann, bitteschön, ein Nicht-Muslim verstehen? Das wird schwierig. Guck mal, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. In der authentischen Überlieferung. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam: لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ أَوْ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي. Als Allah mit seiner Schöpfung fertig gewesen ist, hat er in seinem Buch, welches bei ihm ist, über dem Thron geschrieben: Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn bezwungen. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn bezwungen. In einer anderen Version: Inna rahmati sabaqat ghadabi. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überholt. Das heißt, die Eigenschaft der Barmherzigkeit ist stärker ausgeprägt als die Eigenschaft des Strafens. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in einer ebenfalls authentischen Überlieferung gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über 100 Barmherzigkeiten verfügt. Inna lillahi mi'ata rahma. Allah Ta'ala verfügt über 100 Barmherzigkeiten. Das heißt, 100 Teile von der Barmherzigkeit. Anzala minha rahmatan wahida. Er hat von diesen 100 Barmherzigkeiten eine einzige herabgesandt auf die Erde. Bayna al-jinni minha rahmatan bayna al-jinni wal-insi wal-baha'imi wal-hawam. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. Er hat eine Barmherzigkeit herabgesandt für die Menschen, für die Djinn, für das Vieh und sogar für die Insekten. Durch diese eine Barmherzigkeit sind sie zueinander, finden sie zueinander Atf. Und Atf bedeutet so viel wie Zuneigung. Und dadurch hat das wilde Tier Zuneigung oder empfindet Zuneigung zu seinem Kind. Und er hat وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ اللَّهُ. Und Allah Ta'ala hat weitere 99 Barmherzigkeiten, welche er aufgehoben hat für seine Diener am jüngsten Tag. Oh, wenn das nur eine Barmherzigkeit ist, wie sind dann 99 Barmherzigkeiten? Also 1%. Wir empfinden gerade nur 1% der Barmherzigkeit Allahs. Guck mal, die Liebe, die unter den Menschen teilweise herrscht. Die Liebe der Mutter zum Kind. Die Liebe des Kindes zu den Eltern. Die Liebe der Geschwister untereinander. Das ist alles nur eine einzige Barmherzigkeit. Ja, wie ist es denn mit den restlichen 99? Man kann sich es gar nicht vorstellen. Es ist unglaublich. Allah subhanahu wa ta'ala hat es extra für den jüngsten Tag aufgehoben. Und eines Tages, wie es Imam Muslim überliefert, kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Gruppe von Gefangenen. Als es zum Krieg kam, gab es Gefangene. Und eine Frau von diesen Gefangenen, sie suchte nach etwas. Und dann fand sie ein kleines Kind. Und sie nahm dieses Kind an sich und drückte es und gab ihm sofort die Brust. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Seht ihr diese Frau? Könntet ihr euch vorstellen, dass diese Frau ihr kleines Kind nimmt und es ins Feuer wirft? Woraufhin sie sagten: Nein, o Gesandter Allahs, niemals, das ist nicht möglich. Sie könnte das niemals tun. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah Ta'ala ist barmherziger. Ist barmherziger gegenüber seinen Dienern als diese Frau gegenüber ihrem Kind. Allah, schaut euch diese Barmherzigkeit Allahs an. Und dementsprechend darf der Muslim und der Mensch niemals die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs verlieren. Egal was ist, egal was du getan hast, egal wie schlecht du vorher gehandelt hast, egal wie groß deine Sünden gewesen sind, egal wie groß und wie gewaltig dein Vergehen gewesen ist, verliere niemals.
niemals die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sag, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Allah Ta'ala, er sagt im Hadith Qudsi, Ya ibn Adam, Innaka ma da'autani wa raja'autani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. O Sohn Adams, solange du mich bittest und mich erhoffst, werde ich dir vergeben, was du getan hast, und es fällt mir nicht schwer. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. O Sohn Adams, wenn deine Sünden bis zu den Wolken des Himmels gelangen sollten und du mich dann um Vergebung bitten solltest, ich würde dir vergeben. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. O Sohn Adams, wenn du zu mir mit Nahrung zu so vielen Sünden kommen würdest, wie die gesamte Erde, und dann zu mir kommen würdest, ohne mir jemanden zur Seite gestellt zu haben und beigesetzt zu haben, so würde ich dir mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Allah, was für schöne Worte. Diese Worte machen eine Hoffnung. Aber subhanallah, meine lieben Geschwister, ich muss jetzt kurz sagen, subhanallah, diese Barmherzigkeit Allahs, sie bezieht sich nicht nur darauf, nein, sondern sie erstreckt sich auf alle Bereiche der Religion. In jeder Hinsicht. Und zwar spürt man diese Barmherzigkeit regelrecht. Wie auch nicht, wo Allah Ta'ala über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam doch gesagt hat, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Die gesamte Botschaft des Islam ist eine Barmherzigkeit. Und so muss sich auch die Botschaft des Islam den Menschen aufzeigen. Es gibt leider viel zu viele Muslime heutzutage, welche den Islam als etwas Schwieriges darstellen. Da möchte jemand Muslim werden? Das Erste, was man ihm sagt, bist du beschnitten. Oh, okay. Das heißt, bist du beschnitten. Das heißt, das Beschneiden eine Voraussetzung dafür, Muslim zu werden. Was ist das? Hat jemand einen Hund? Ja? Und dann will er Muslim werden? Nein, kannst du nicht, weil du einen Hund hast. Wie kann ich nicht, weil ich einen Hund habe? Bin ich von der Barmherzigkeit Allahs ausgeschlossen, weil ich einen Hund habe? Eine Frau ist in das Paradies gekommen, weil sie einem Hund Wasser gegeben hat, der fast verdurstet wäre. Dann sagst du, ich kann nicht Muslim werden, weil ich einen Hund bei mir zu Hause habe. Subhanallah, es gibt so Menschen, die komische Vorstellungen vom Islam haben. Sehr merkwürdige Vorstellungen vom Islam. Die Menschen alles schwer machen möchten. Wallahi, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es den Menschen einfacher gemacht. Als er Mu'adh ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari in den Jemen schickte, was sagte er? Was gab er mir auf dem Weg? Ja, was sind seine Worte gewesen? Wer kennt die Worte? Er sagte ganz kurze Worte. Ein Satz, den man sich sehr gut merken kann. Yassira wala tu'assira. Macht es leicht und macht es nicht schwer. Guck mal, so ganz leicht. Ja? Macht es leicht und macht es nicht schwer. Wabashira wala tunathira. Und verkündet frohe Botschaft und macht kein Tenfir. Also sozusagen, verkreucht die Leute nicht mit eurem Verhalten und mit euren Aussagen. Wenn ich zu jemandem so etwas sage, du kannst nur Muslim werden, wenn du beschnitten bist. Was mache ich dann? Ich verkreuche ihn, ich mache ihm Angst. Schlimm so etwas. Ich halte jemanden vom Islam ab. Anstatt ihm zu sagen, nein, ach, kein Problem, inshallah, alles kommt später. Aber finde erstmal zu Allah. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal und Abu Musa die beiden schickte, was sagte er zu ihnen? Er sagte, wenn du zu ihnen gelangst, da kommst du zu einem Volk, die Christen sind. So soll das Erste sein, wozu du sie einlädst, ist was?
Die Worte La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ganz einfach. Erstmal die Grundlagen. Wenn sie es angenommen haben, dann bringen ihnen bei, dass sie fünfmal am Tag beten müssen. Und wenn sie das getan haben, dann zeigen ihnen auch, dass sie von ihrem Vermögen etwas abgeben müssen. Zakat. Hat der Prophet noch mehr gesagt? Das war's. Erst einmal die Grundlagen. Darauf kommt es an. Wenn sie die Grundlagen vollziehen und sie verinnerlicht haben, dann werden sie alles andere auch automatisch von sich aus machen. Aber wenn ich von vornherein von ihnen verlange, dass sie das und jenes tun sollen, Dinge, die zu dem Furur, zu den Zweigen der Religion gehören, dann werde ich sie abschrecken, ich werde sie verkeulen. Ich werde sie davon abbringen, diesen Weg zu finden. Und deswegen, subhanallah, einer der wichtigsten Faktoren dafür, dass der Islam eine Religion der Barmherzigkeit ist, ist, dass er es den Menschen leicht macht. Die Scharia ist der geebnete Weg. Guck mal, Scharia, was finden die, was verstehen die Menschen unter Scharia? Handabpacken. Eine Frau, die sich ihre Finger lackiert hat, am Tor auf dem Fußballplatz, bumm, niedergeschossen. Das ist Scharia für die Menschen, oder? Das verstehen die Menschen unter Scharia. Aber subhanallah, was ist Scharia? Was bedeutet Scharia? Scharia bedeutet der geebnete Weg, der ohne Hindernisse ist. Für die Menschen geebnet, der zur offenliegenden Wasserquelle führt. Subhanallah. Stellt euch mal vor, die Menschen würden das als Scharia verstehen. Aber ihr Bild vom Islam würde sich grundlegend verändern. 180 Grad. Dass der Islam eine Religion ist, welche die Realität des Menschen berücksichtigt. Dass ich nicht nur für meine Seele lebe, aber auch nicht nur für meinen Körper, sondern Körper und Seele berücksichtige. Dass es immer Ausnahmeregelungen gibt. Uluchas, für jede schwierige Situation, dass Allah vom Menschen nicht mehr verlangt, als er auch tragen kann. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bildet einer Seele nicht mehr auf, als sie tragen kann. Dass Allah Ta'ala immer das Leichte für uns möchte. Yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah möchte für euch das Leichte und er möchte nicht für euch das Schwierige. Ah, wenn wir das so den Menschen vorstellen würden, Allah, die Menschen würden viel eher zu Allah finden, weil sie nämlich dann sehen würden, der Islam ist wirklich Barmherzigkeit. Allah ist wirklich Ar-Rahman, Ar-Rahim. Das sind nicht nur Worte. Das ist ein ganzes Prinzip, das ist eine Lebensweise. Ich erkenne es an den Menschen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, damit schließen wir für heute ab, obwohl es noch viel zu sagen gibt. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir Muslime durch unsere Handlungen unter Beweis stellen müssen, dass der Islam wirklich Barmherzigkeit ist. Ich kann noch so oft predigen, Islam ist Barmherzigkeit. Wenn ich es nicht durch meine Handlungen und durch mein Verhalten unter Beweis stellen kann und belegen kann und bestätigen kann, dann würde mir diesen kein Mensch annehmen. Mal ganz ehrlich, wenn heute ein Otto-Normalverbraucher, irgendjemand, ein Hans, ein Peter, eine Sabine, eine Heike, den Fernseher anschaltet, um Nachrichten zu schauen, dann wette ich mit euch, dass fast jeden Tag und im Durchschnitt die Hälfte der Nachrichten sich nur um Krisenherde dreht in muslimischen Ländern, wo in irgendeiner Weise Muslime beteiligt sind. Ob es Syrien ist, ob es Ägypten ist, ob es Afghanistan ist, ob es der Irak ist. Irgendwo hat er immer was mit Muslimen zu tun. Also Islam ist immer fast verbunden mit was? Krieg und Gewalt. Und dann geht er auch noch, liest er die BZ und sieht, dass einige arabische Jugendlichen jemanden auf der Straße zusammengeschlagen haben. Ja, ich meine, der hat keine Ahnung, der hat keine Beziehung zu Muslimen. Und dann pöbelt ihn noch irgendein Schwarzhaariger auf der Straße an, das mag vielleicht sogar ein Italiener sein, das weiß er nicht. Ja, sieht halt schwarzhaarig aus und alle Schwarzhaarigen sind Türken, alle Türken sind Muslime. Ja, ist doch so. Das heißt, es wird bestätigt. Es wird bestätigt. Ganz ehrlich, solch jemand würde jemals, jemals Islam mit Barmherzigkeit verbinden können. Subhanallah, das ist merkwürdig, oder? Wir sind richtig schlechte Werber. Wir machen richtig schlechte PR. Richtig schlechte PR. Aber die Christen, sie haben es geschafft,
Obwohl, wenn man sich die Geschichte des Christentums anschaut, so viel Blut vergossen wurde, das Christentum mit Feuer und Schwert verbreitet wurde, muss man ganz klar sagen. Nicht immer, aber häufig in der Geschichte. So viele Menschen durch das Christentum ermordet wurden, im Namen des Christentums. Ob es Nordamerika ist, ob es Südamerika ist, ob es die Kreuzzüge sind. Ich will das gar nicht auf alle Christen beziehen. Ja, ich finde, das geht mir gar nicht darum. Aber es geht mir nur darum, heutzutage, mal ganz ehrlich, wenn man Islam und Christentum gegenüberstellt, Islam eine harte Religion, Christentum eine barmherzige Religion. Christentum die Botschaft der Liebe, Islam die Botschaft des Hasses. So denken die meisten Menschen. Ist das nicht traurig? Es ist sehr traurig. Das heißt, wir haben sehr schlechte PR gemacht. Sehr schlechte Werbung. Einmal, weil wir als Muslime selbst nicht so handeln, wie es sein sollte. Und weil wir unsere Religion teilweise auch gar nicht selbst verstanden haben. Weil wir nämlich in unserer Religion selbst manchmal Herzen sehen. Und wir leider einige Prediger haben und einige Leute, die Dauer machen, die versuchen, nicht mit dem Prinzip der Barmherzigkeit Dauer zu machen, sondern genau das Gegenteil mit dem Prinzip der Härte. Aber guck mal, was Allah Ta'ala zu Musa und Harun gesagt hat, als er sie zu Pharao schickte. Was sagte er zu ihnen? فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخُشَى. Und selbst Pharao, der gesagt hat, أَنَا رَبُّكُمْ أَعْلَى. Ich bin der Höchste, euer Herr. Ich bin Gott, ihr müsst mich anbeten. Selbst zu ihm sollte Musa und Harun etwas Weiches, etwas Barmherziges sagen. So sagt zu ihm weiche Worte. Vielleicht erinnert er sich und lässt sich ermahnen oder fängt an, Ehrfurcht mir gegenüber zu empfinden. Also gegenüber Allah. Guck mal, subhanallah. Wenn das sogar auf Pharao bezogen ist, diesen Tyrannen, wie ist es dann erst, wenn ich mit einem ganz normalen Menschen Dauer machen möchte? An dieser Stelle, inshallah, möchte ich abschließen. Und inshallah ta'ala werden wir dann in der kommenden Woche mit anderen Namen Allah subhanahu wa ta'ala weitermachen. Jedes Mal eine Gruppe von Namen, wie es in der Herr Sojan, dass wir diese Reihe auch inshallah ta'ala in einer überschaubaren Zeit dann abschließen können. Barakallahu fikum. Und ich sage mal,